95% each. Das, also du bist ja bei seiner Hauptstadt, genau. Der kommt gerade zu dir, das ist sehr schön. Mhm. Das passt immer so schön, wenn er sich gerade zu dir hinbegibt, liebevoll in deine Arme und sagt, nimm mich, Herr Kaiser, nehmen Sie mich in Ihre Arme auf. Und du dir einfach nur denkst, halt die Fresse. Ja, ich versuche ihn zu kriegen, aber es sollte ja sein. Nach Eichstätt, genau. Boah, das wird ihm gleich richtig wehtun. Oh oh. Meinst du, der wird nicht mehr so lachen können wie immer? Was ist das? Wir sind der Beste. Immer zu ihmchen hier. Ah, das hat wehgetan, Bayern, ja. Ja, weil das Gute ist, wenn wir ihn besiegen. Mhm. Kann er keine Ansprüche erstmal fingieren. Yes. Skandalöser Priester. König Silla von Ghana. Sodli, jetzt habe ich erstmal. Ach, wir sind durch. Dankeschön. Jo, du. Kein Stress, gell? Immer wieder dumm. So, das hat jetzt wehgetan. Ich habe jetzt nämlich angefangen, direkt ein Dings zu mir zu holen. Wie heißt das? Die. Gunst meiner ganzen Vasallen. Mhm. Damit ich nicht immer diesen Stress habe. Oh, mein Tower of London ist gebaut. Oh yeah. Endlich. So, das gehört von mir. So, was kann ich mir von ihm denn so holen? Krieger klären. Alle die. Oh. Das ist einiges. Ja, dann würde ich sagen, wir heben mal Abfahrt. Oh, der Kaiser von Byzanz hat wieder jemanden, den nackig ist. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten, der König von Bayern. Ja, nö. Jetzt nicht mehr. Wie viele Truppen verliere ich? 509. Das tut weh. Das ganze Stück da und das Stück da oben. Ich überlege gerade, soll ich mir was von Byzanz holen oder soll ich mir was von diesem Maharaja holen? Oh, ich würde sagen, erst das eine, dann das andere. Ja. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Die sind beide. Ist der Maharaja, der ist ja auch gut entwickelt. Ja, das ist so. Ich könnte mir den Rest von Anatolikon holen. Weil der Maharaja ist, hat er auch ziemlich viele Truppen und so. Was ist denn das? Was hat er denn hier noch? Ja, das stimmt schon. Das ist viel zu klein. Der. Na, das kommt zu mir. Okay. Ich glaube, ich hole mir. Wie sieht das hier mit dem Pontus aus? Ich überlege, ich hole mir, glaube ich, den Pontus, damit ich das auch mal jetzt hier so das Schwarze Meer habe. Oh, mein Bruder ist verstorben.
Der jetzt und auch überwältigt noch. Von Anspannung. Alter, Schwester, Bruder, Bekanntschaft verstorben. Junge, zwei Brüder und eine Schwester innerhalb von nichts. Ja, ich werde jetzt einsiedlerisch, oder? Das bringt mir ja gar nichts. Wenn du willst, du kannst mir gerne gegen Dings helfen, ne? Gegen den. Ja, ich bin jetzt gerade selber. Aber danach komme ich natürlich. Na wohl, ja. Kann ich zumindest ein Fest mal veranstalten? Ja. Okay. Ah, ich mache hier auch gerade mal. Und danach brenne ich wieder alles ab. Nein, willkommen, meine Freunde. Heißt es. Ja, und ein Freund auch noch gestorben. Oh. Alle weg. Jetzt hör aber mal auf, ey. Mhm. Ja, 47 Anspannung. Boah. Mhm. Wie vor allem, wie schnell das steigt. Bruder stirbt, Schwester stirbt, Schwester bei allen 45 bekommen. Danke, ciao. So, jetzt wird dieser Typ, der die ganze Zeit versucht, hier Geheimnisse aufzudecken, wird jetzt erstmal weggesnackelt. Wir waren im Wald spazieren. Du kennst das ja schon. Ja, ja, sagt mir was. Und ich bekomme wieder einen Ablass. Also das Byzantinische Reich ist noch immer relativ groß, aber sehr zersplittet. Ich bin schon eine legendäre Frohnatur. Das ist gut. Ich bin froh, ganz ehrlich, wenn ich mit meinem Sohn spiele, der ist zwar butrisch. Warum bist du butrisch? Bist du nicht. Bist du deppert oder butrisch? Ja, weil der ist bescheiden, gesellig und geduldig und das ist einfach. Angenehmer, ja, das ist. Federico wird erwachsen. Federico. Alex, da kommt was zur Tür geflogen. Was? Jo, bitteschön. Dass wir noch kein reines Blut haben. Ja, ne? Bei uns wird so wild durchgeheiratet. Übel. Das ist das hier und das ist dann. Okay. Trapezus. Ein offenbartes Geheimnis, mir fehlen die Worte. Ja, da fehlen dir auch die Worte. Mir fehlen nur noch die Worte. Ja. Einem fehlen die Worte und irgendwie. Ja, die Ansprüche gerade. Ich will alle Ansprüche haben. Ich bin im Krieg mit wem? Da greift mich jemand an. Oh, der greift mich an. Interessant. Ja, da würde ich sagen. Abfahrt. Ich nehme dir die Wörter aus dem Menschen. Direkt mal auf seine Hauptstadt. Lübde kann heiraten, natürlich. Also, das machst du gerade, danke. Kreuzzug für Jerusalem? Wer? Der Papst? Ach ja, hallo. Ist der dumm? Der dreht voll am Rad, der will's jetzt wissen. Hat er schon mal gesehen, wie viele Katholiken es gibt? Ist das sein Ernst? Wie viele Katholiken gibt es? Das würde mich jetzt mal interessieren. Es gibt 172 katholische Grabsteine. Es gibt 1135 aquianische. So, hallo. Schon mal auf die Karte geguckt? Hast du schon mal geguckt? Wir werden den so rasieren, das wird nicht schön. Wir werden uns das noch. Das wird. Der hat 1800 Leute. Wir haben 139. 140. Du kannst dich ja auch anschließen. Werde ich auch sofort machen. Was ist denn das größte Reich? Mongolei drin. Hä,
ist dieses Königreich? Und get it. Nur nach, die ganze Zeit nur auf nach oben klicken. Das ist ja. Ja. Reich sind wir trotzdem. Wie join ich da? Kannst du irgendwie auf Kreuz zu Königreich sprechen? Jo. 400.000 und der hat einfach 3.000. Der weiß schon, dass das nichts wird. Er wird gegen den Strich trocken und hart rasiert. Oh ja, und wie. Ich meine, der hat weniger als das Byzantinische Reich und die fliegen ja auch noch irgendwo rum. Der hat gar nichts eigentlich, der Papst. Der hat keine Ländereien an sich. Eben. Er existiert halt noch irgendwo. Und der hat halt nur Kriegerorden und aha, Prinz Aldo Brandino von Syrien. Ja, ja. Was ist denn der hier ist los? Der wird weggebürstet. Ja, der geht mit dem Papst runter. Ach, der ist ja gar nicht mehr. Das meiste von Syrien habe ich ja schon eigentlich fast. Kann man eigentlich den Papst töten? Also ermorden? Ja, aber dann kommt der nächste Papst. Aber der dürfte doch dann nicht, oder? Was denn? Der dürfte doch dann nicht irgendwie den Kreuzzug dann noch was? Oder? Ich denke, der macht den schon weiter. We aber try it. Wenn, Alter, ich 3000, ganz ehrlich, da rutsche ich halt schnell drüber. Ja klar, ich will es halt nur wissen. Ja. Ja, ja. Meine, genug habe ich ja. Wie es halt einfach 400.000 gegen 3000 sind. Das ist halt so. Okay. Einfach so, okay. Es dauert 9 Monate und dann ist der hier. Ach so, ja, ja, okay. Ja, komm hier. 9 Monate, 95%. Der Lachs ist vorbei. So, Lösegeld und... Ja, die Brieftaube auch bekommen. Syrien, ich könnte Syrien kaufen. Gut, wir haben 400.000. Zum Glück schließt sich nicht Bayern der anderen Seite an. Ich weiß auch nicht, was das für eine Verzweiflungstat gerade ist. Kurz bevor wir 100 Jahre zu bevor wir dann, ne? Dann ruft er noch einmal zum Kreuzzug aus. In 9 Monaten und in 8 Monaten ist er tot. Mal schauen, was passiert. Kannst du noch schnell die Hauptstadt von dem Hayo hier erobern? Weil, nicht, dass das dann alles aufgelöst wird hier. Von welchem Hayo? Von Byzanz. Achso, klaro. Das wäre ganz cool, weil der... Und dann habe ich wenigstens das noch bekommen, bevor der Kreuzzug losgeht. Und nicht, dass das dann irgendwie gelöscht wird oder so. Byzanz, wo ist denn sein Ding? Was muss ich mal suchen? Da ist es. Jo, klar, lauf ich schnell rüber. Danke. Klangi. Ja, dann machen wir hier Polonien, Kriegsbeitritt. Okay, war das jetzt zu viel für meinen PC? Nein. Abfahrt.
Die sind einfach so stinkereich. Ja. So. Ja, das sollten wir ja locker haben. Das sind noch... noch 7 Monate. Sollten wir hinbekommen. Ohne Probleme. Das hoffe ich doch auch. Schmeiß mal wieder was in den Bildungsfonds rein hier. Bildungsfonds? Ach, im Sinne von... Wer greift denn da an überhaupt? Ist seine ganzen Zipfelis da und Prinz von Syrien. Das war's. Ist ja nicht mal das Königreich Syrien, was da angreift, sondern... Eben, zumal Byzanz sich gerade Syrien holt. Jedes Bündnis gewährt dir einen zusätzlichen Punkt. Gut, ich habe 33 Diplomatie, das wollte ich sehen. Bist du gerade auf dem Markt zu seiner Hauptstadt? Yep. Alex, da kommt noch mal eine Tochter. Ja, du, kein Problem. Ich nehme alles an. Oh, da verliere ich Truppen. Aua. Wie viele? 480. Ja, okay, das geht. Alter, das ist so ein Zipfel, der Papst. Der ist in 4 Monaten hier, 5 Monate noch. Oh, seine Truppen kommen dir gerade entgegen. Mhm. Das denke ich mir eben gerade. Krieg ich sie? Komm, Batsch. Jawohl. Nico haut einmal drauf. Hallo? 69. Ja. Nur in der 5 Strichen. Krass. Ah, Katarzyna kann heiraten. Was haben wir denn hier? Ja, mit dir kann ich jetzt nicht heiraten. Komm, ich versuche hier mal eine Spolut zu kriegen. Ach, ja, Syrien war dann mal. Ich würde mal sagen... Habe ich mir im Vorbeigehen mal kurz... Ach ja, jetzt sieht man es, ja. Ich hab gedacht, wenn ich schon da durchlauf. Dann richtig. Die ist jetzt auch aquianisch. Ach super. Ja, jetzt hat er nur noch 1800 Truppen. Was denkt er sich eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Habe ich gerade Liebesbläschen bekommen? Nein, aber irgendjemand hat hier Liebesbläschen. Ehescheidung. Ciao. Ich will doch nicht deine Bacillos haben hier. Und sie ist noch besessen. Sorry. Ciao. Alex, ja, 100. Danke. Dankeschön. Gerne. Ah, du hast deinen Herren... Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz raus. Ja, was auch immer ich... Okay. Ja, erzähl was. Ja, ich wollte gerade sagen, was auch immer ich geholt habe, ist... Sein Sohn, ja. Hat es beendet, das Ganze. Sehr gut. Danke. Ich muss hier noch kurz Titelchen schaffen. Was hat er sich jetzt Oha, okay. Hat mir einfach den Norden hier jetzt weggeschnitten. Das hat wehgetan. Oh ja. Huch! Ich habe ja noch mehr bekommen. Das war gar nicht auf der Agenda gerade. Hoppala. Okay. Okay, jetzt brauche
brauche ich ein paar Kinderchen. Ja, gut. Was ist das? Jo. Dann bekommt hier einer einen Teil. Wie viele Jungs habe ich? Prinz die Stadt ausgebaut. Kompletti. Prinz Piotr mit Herzog. Noch eine Stadt Kompletti. Prinz Bartosz wird. Und dann habe ich noch einen Sohn bestimmt. Nee. Oh, ich habe eine Prinzessin da. Ja, jetzt brauche ich halt keinen Krieg erklären, gell? Ja, das ist... Wenn man da losgeht. Dummerweise, ja. Haben meine Geschwisterkinder? Okay. Was könnte ich mir denn von Bezahlen stellen? Was gibt's denn da so? Und jetzt muss ich mir noch... Okay. Den ich hab immer noch den Typen, der Kaiser werden kann. Und du wirst Pontus. Königreich Pontus. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ich bin ready. Ich habe soeben meine ganzen Sachen abgegeben. Jo, meine Anspannung ist wieder weg. Perfekt. So, gleich könnte der Papst erstmal wegsterben. Und dann gucken wir weiter. In 15 Tagen beginnt. 13. Was? Oh. 11, 10, 9. Oh, ich schaff's nicht mehr, den Papst zu töten, 10, leider. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Was will er denn? Jerusalem, okay. Sammelt Truppen. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt nach Jerusalem und warten da auf ihn, oder? Weil, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt angreifen soll. Ich habe auch keine Ahnung. Weil wer greift denn da an? Das sind nur diese ganzen Orden. Ja, dann warten wir in Jerusalem, oder? Würde ich auch sagen. Voll die dramatische Musik, weißt du? Ja. Huch, ich glaube, der Papst ist tot. Okay, er wurde ersetzt. Oh, schade. Schade. Jetzt ist Papst Lucius. Der ist baranisch. Ja, gut. Dann gucken wir halt mal. Jetzt sind gefühlt alle da. Eigentlich können wir unsere Truppen auch abziehen. Der Dings, unsere Leute kommen eh. Guck mal, da hinten kommen ja, schon 11.000 von Thessaloniki. Mich kostet das quasi 5 Goldmünzen, deswegen... Oh ja, gut, okay. Weil dann würde ich hier halt nochmal ein bisschen gucken, ob ich was mir schnäckeln kann. Ja, aber während der Kreuzzug läuft, kannst du doch nicht, oder? Ach, stimmt. War das nicht so? Ja, Kotzwirk. Ja, ich kann nicht mal Krieg erklären, null. Ah nee, weil du deinen Truppen ausgehoben hast, ne? Die Armeen sind ausgehoben. Ich probiere das jetzt mal. Naja, jetzt weiß es die ganze Welt. Passt schon. Ich löse jetzt mal auf. Dann klicke ich mal hier drauf. Ah, ihr habt geschworen, am großen gegen Kahn teilzunehmen, nach einem... Was? Wird dieser Krieg unentschieden enden, wollt ihr trotzdem beginnen? Ja. Nö. Bringt nichts. Schade. Gut. Wo sind denn seine Truppen? Ja, das müsst ihr auch gehen. Ha, die sind bei dir.
Irgendwo, oh. Irgendwo mittendrin in Friaul und Treviso scheinen die zu sein. So jedenfalls die Karte. Kann das sein? Ich sehe sie nicht. Okay. Woher, wo siehst du das? Woher weißt du also das? Du kannst ja immer auf die Truppen gehen, ne? Also du kannst ja immer auf den Papst gehen und dann kannst du auf die Angreifer gehen und dann kannst du gucken. Okay, gut. Der Papst ist der Einzige, der Truppen hat. Okay, nein, vergiss es. Ich kann ihn nicht sehen. Ich auch nicht. Och Mann. Warum das Ganze? Ja, weißt du, wenn es jetzt so ein planloser, ewiger Krieg wird? Da hab ich auch so gar keinen Bock drauf. Oh, ich bin fett geworden. Geil. Gerichtsverlust. Ich sehe ihn halt auch nirgends schippern oder so, weil wir besetzen ja die ganze Karte. Man würde ja sehen, wenn der irgendwo rumeiert. Ja. Ach Mann. Der kommt wahrscheinlich aus Nordostphrygien oder so, weißt du? Ja, Narnia, der irgendwo aus dem Schranke so klüpft. Hallo, hier sind wir. Wir haben 3 Einheiten. Ich sehe nicht eine Einheit. Ja, ich auch nicht. Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, wie ich ihn ausfindig machen soll. Das ist halt gerade das. Also Byzantina reist hier irgendwo rum. Kommt der nächste Verbündete von uns. Wenn man nur wüsste, aus welcher Richtung der kommen könnte. Aus Rom wäre ja das Logischste, aber da ist ja keiner. Ja, ein Verbündeter scheint bei mir in der Stadt zu sein. Wird hier zumindest gesagt. Da dieser Großmeister Fresco vom Johanniterorden, wenn du auf ihn draufklickst, geht die Karte zu mir irgendwo in die Hauptstadt in der Nähe. Ja. Ja, aber... Monterrey, ja. Gut. Wenn man das nur mal wissen würde. Aber es gibt halt einfach keine Truppen. Nö. Oh ja, jemand will mich ermorden. Der wird lauer geplättet. Alter, was hier schon Truppen stehen. Wahrscheinlich auch schon so. Wie viele? 400.000 fast? Ja, wobei 300.000. Och, weißt du was? Wenn wir chillen, dann gemeinsam. Ja, ich habe mich jetzt einfach mal nach Jerusalem gestellt, weil die Versorgungsstelle ist 13.000. Das heißt, ich verliere keine Truppen. Ach, hier auch. Ich stehe auch in der richtigen Stadt. Ist doch wieder so, weißt du? Wieder so eine Aktion. Aber meine Vasallen kämpfen anscheinend weiter. Ich kann nämlich ein neues Herzogtum erschaffen. Ach ja. Tja, das ist ja... Das ist was, ja wie jetzt... König Barlow. Jetzt ist ja... Das ist ja jetzt auch wieder so eine Sache. Ja, ich bin der Papi, ich komme mit 2 Leuten. Hä, warum ist mitten bei dir? Achso, nee, ist nicht, okay. Sah gerade so aus, als ob du mittendrin Chalon hattest und das nee, das ist bloß, weil die im Krieg sind. Ja, merke ich auch gerade. Feinde treten aus Krieg aus. Ich glaube, jetzt sind wir mal raus. Ja, vor allem, ab einer gewissen Zeit geht es los, dass dann dran steht, Kriegspunkte kriegt man dann immer mehr dazu, weil er das zu erobernde Gebiet nicht besetzt. Passiert nee. Schon irgendwann von alleine, aber... Weil schon irgendwo Truppen wären. Ja, das ist es halt. Könnte man halt angreifen. Wenn irgendwo Truppen wären. Ja. Ich sehe aber halt nirgends. Ja, niemand. Ich glaube, es gibt auch keine.
Was machen wir jetzt? Soll ich mal auf ein bisschen schneller machen? Ja, könnte man. Machen wir auf dreimal schon was passiert. Vielleicht kommt jetzt jemand vorbei. Oh, der Papst, Alter. Immer den gleichen Scheiß machen. Ich hab die geilere Mitra, also. Ciao. Bei mir ist oben drauf auf dem Mützchen noch ein Goldstern und nicht so wie bei dir. Da, jetzt haben wir 1%. Geil. Oh mein Gott. Ich kann Bündnisse aushandeln, das ist schön. Brauche ich nicht. Das ist jetzt zwar echt schlecht vom Spiel gemacht, gell? Ja, das ist... Familienmitglieder können heiraten. Weil ein Rivale gestorben. Vor allem, dass ich halt jetzt auch nicht angreifen kann. Ja, das ist echt madig. Geschehen, was? Nach einer tadellosen Dienstzeit als Ratskanzler vertraue ich keine Patronen so sehr, dass ich ihm erlaube, sich völlig frei bei Hofe zu bewegen. Allerdings muss ich nun erfahren, dass er meine Gastfreundschaft ausnutzte, indem er Unzucht trieb. Das Opfer, meine Tochter Ginevra. Geil! Läuft bei euch mal wieder. Also für mich ist es jetzt egal, weil ich nehme halt alles Geld an. Ist halt so, ja, ich klicke auf mal. Oh, wir sind nur noch auf 4. Auf 1, ich mach mal auf 4. Der hat nämlich gerade runtergestuffelt. Bei 4% sind wir jetzt. Bald ist es soweit, dann haben wir den Krieg gewonnen. Ei, wo kommt denn der Waschlappen her? Die Eierpfeile. Ich glaube, den gibt's gar nicht. Weil die, also die ganzen Orden, die er in den Krieg gern gerufen hätte, denen ihre Hauptsitze sind, die meisten sind bei mir, also sind irgendwelche Städte von mir. Und ich glaube nicht, dass die da rauskommen. Also das würde man ja sehen, wenn die rauskommen. Ja, das stimmt. Da passiert aber halt nichts. Oh, das wird jetzt ein 100-jähriger Krieg nur mit Waffen. Sie sind schon wieder auf 1. El Hierro leckt hinterher. Oh, okay. Gut, dann machen wir auf 2. Ja gut, es passiert viel zu viel gerade. Ja, so, wenn du schneller machst. Ach. Also okay. Ist... Ja, gut, schön. Oh, es ist mal wieder. Aber ich muss sagen, die Gastfreundschaft in Jerusalem 1a, meine Truppen werden versorgt. Nur mit dem besten Essen. Ja. Ich habe halt 300 Vorräte. Bei mir sinkt und steigt das je nachdem. Komm halt hier vor mir nach Jaffa. Das sind 15.860 Versorgungsquellen. Nebendran noch in Nablus, das sind 17.000. Naja, siehst du. Ich geh mal nach Nablus. Bin ich auch direkt über dir. Oh, die bewegen sich mit dir mit. Geil. Hier bei mir steht da 13.915 bloß. Bei mir steht Versorgung in Nablus 17.710. Okay. Jo, ich bekomme auch wieder Ritzutzen. Nein! Raus hier! Was? Ja, da ist einer mir gerade hinterher. Geh weg! Geh mal, Bobria. Ach, da gucke ich mir halt Jafar an. Ah ja, lege mir ein bisschen an den Strand. Gönn dir.
Ach du Schande, ey. Musste das jetzt gerade jetzt passieren, genau gegen Ende? Ich meine, es ist ja klar, dass er jetzt nicht vorbeikommen weiß. Oh, ich habe hier einen Inselchristen bei mir. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn los mit euch? Ist ja noch ein Inselchrist. Ihr werdet alle wieder zu mir kommen. In die richtige Richtung. Ui, ui. Musik. Ah, Handy war auf laut. Das bekannte Problem. Ja. Neun. Digi, neun. Ja, vor allem, wir haben nur noch 20 Minuten. Ja, eben. In der Aufnahme jetzt. Dann muss ich leider einen Abflug machen. Jo, stimmt. Ist auch wieder soweit. Ach, das ist doch doof, Leute. Das ist halt richtig schlecht gemacht einfach jetzt, sorry. Ist es vielleicht besser, dem Papst Rom zurückzugeben? Kann ich gar nicht mehr. Die Option habe ich gar nicht mehr, oder was? Nee? Ja, siehst du. Weil du wahrscheinlich nicht mehr Dings bist, ne? Ja, aber ich habe vorher auch nie Rom besessen, richtig. Hm. Naja, aber ich habe nochmal ein verfügbares Tiefvermächtnis. Allgemeine Meinung plus 10. Oh, mach mal halt. Ich hab jetzt drei so komplette Leisten voll. Krass. Das habe ich noch nie erlebt. Ach, die russische Kultur. Was willst du mit den Russen hier? Ich gebe mal ein bisschen Geld raus. Mann, ey. Immer der gleiche Rabatz. Was ich mir wünsche, ist, dass man sehen kann, wo große, schöne Städte halt quasi existieren, wo man besondere Gebäude bauen kann. Ja, das würde ich auch. Weißt, Sondergebäude, wie zum Beispiel, wenn du das mit London nicht weißt. Genau. Weißt, das halt, ja. Weil zum Beispiel jetzt würde ich gerne mal so einfach mal konsequent alle besonderen Gebäude bauen. Weil kann jetzt ist es gut. Ja, es ist echt traurig. Mir gehört auch noch Prag. Wo ist denn das da? Prag. Ach so. Ich baue mal weiter. Guck mir noch eine Burg hin. Plauen. Du kriegst auch noch ein paar Sachen hier. Zack, zack. Zack. Rivalen überlebt. Geil. Nico geht mal wieder über Leichen. In Paris steht auch schon alles. In Sevilla steht ja auch schon. Wenn du irgendwo einen kleinen Papst umherlaufen siehst, dann... Nope. Nothing. Dann sag Bescheid. Wir sind bei 13%. Bauen noch eine Stadt hier hin. Wie heißt das? Sondergebäude, oder? Ja, irgendwie sowas. Warte mal, ich hatte hier doch gerade eins. Wo ist denn Posen da? Oder Spezialgebäude. Fürstengebäude oder so heißen die hier. Ja, das sind ja die nur halbgeilen.
Ach so, ja. Dann also sowas wie Santiago zum Beispiel, die Kathedrale. Mhm. Lass mich mal gucken. Hier heißt es... Sondergebäude, ja. Sondergebäude heißt... Sondergebäude... Crusader Kings 3. Schauen wir mal. Feinde treten aus Krieg aus. Hey. Yippie. So. Ja, ja, ist okay, jetzt komm. Boah. Was denn? Nix. Ich hab hier eine Liste. Alter, ja, ist okay mit euren Cookies. So, schauen wir mal. In Kairo gibt's was. Oh, Kairo? Weiß nicht, wem Kairo jetzt... gehört dir, oder? Gucken wir gleich mal. Oh nee, Kairo ist sogar noch selbst. Nee, warte mal. Es heißt bloß Kairo, aber Kairo ist doch. Ah, ich hab Kairo. Oder? Kairo gehört mir. Ja, da ist die Azhar-Universität. Ja. Genau. Die gehört mir. Oh, ich kann noch ein Herzogtum schaffen. Geil. Und in Hulwan kann ich auch noch was bauen, aber das... Ich habe keine verfügbaren Gebäude für den Platz. Und in Gizeh kommen ja die Pyramiden. Ja. Okay, immerhin in Afrika erobern sie weiter, auch ohne mein Zutun. Das ist wichtig. So, dann... Ananda-Tempel in Pagan. Okay, Pagan ist, glaube ich, hört sich wie so Indien an. Ich glaube, das... Ja, nee, das ist natürlich, das ist ganz im Süd. Das ist komplett im Osten der Karte. Das, okay, dann Cagliari. Das dürfte mir gehören. Und das ist ja Sardinien. Mhm. So, Cagliari. Yo! Nö. Iglesias. Enrico! Ach, Bistum von Iglesias, okay. Nee, ja, ist auch schon gebaut. Enrico. Dann Rom, ja, dann wieder Indien, das ist wieder nichts für uns. Wobei, das muss vielleicht gar nicht Indien sein. Was, wie heißt der Name? Das heißt Thanjavur. Also, du guckst gerade. Das ist... Nein, es ist auch nichts für uns. Dann Bamiyan. Bamiyan. Ist... Von dir! Oh. Moment. Steht aber auch schon. Buddhas von Bamiyan ist auch schon gebaut. Dann Canterbury. Das hast du aber schon, glaube ich. Das habe ich schon gebaut. Ja, in Aleppo ist was. Hab ich Aleppo schon? Nee, Aleppo gehört dem Byzantinischen Reich. Da ist das wieder aufgebaute Zitadelle. Köln hast du? Köln. Könntest du? Ja, wo ist es? Ja, da? Köln. Ja, aber die Kathedrale. Nee, warte mal. Hast du schon gebaut? Doch, Kölner Dom. Ja. Hä, wo steht? Wieso sehe ich ihn nicht? Okay, er steht zumindest nicht auf der Karte, aber es steht dann, es gibt ihn. Mhm. Sehr schön. Jo, dann Venedig. Das war für dich, ja. Ja, das steht auch schon, das weiß ich. Das, da habe ich ja schon drin gewohnt quasi. Ja. Jerusalem. Habe ich schon gebaut. Cordoba. Das Cordoba. Oh oh. Was denn? Ah, okay. Ich dachte, das hängt jetzt gerade richtig hart. Rumgehängt. Rumgehängt. Rumgehängelt. Jo, ist auch schon gebaut. Große Moschee. Okay. Dann in Jene. Oder Jenne oder so. Grafschaft von Jene Jeno. Hier. Ja, Wachen nimmt ihn fest. Alles gut.
Das gehört... Oh, mir. Okay, das ist in Afrika. Oh, Sondergebäude errichten. Die große Moschee von Jen... Not Holy Site Muslim. Ach Mist, gehört zum Islam. Okay. Schade, kann ich nicht bauen. Schade, schade. König Bartholomeo kann euch Lösegeld bringen. Wollen wir nicht? Ich will lieber ein schwaches Druckmittel. Warte, ich mach gleich weiter. Ja, ja, kein Problem. Ich muss nur gerade wieder Städte bauen. Ausbauen, besser gesagt. Sind jetzt dann bald alle fertig, ey. So geht's mir auch. Ich baue auch gerade alle möglichen Städte, die ich so finde, aus. Gib ihm. Ah, hier. Ich würde am liebsten echt draufklicken auf EO, bitte einmal alles komplett ausbauen, egal was es kostet. Ja. So, alles was geht. Automatisch. So, gut, jetzt wird weitergebaut. Warte, ich habe hier 6 Anliegen. What the f***? Mächtiger Vasall erwartet Drahtposten. Nope. Aber das finde ich gut. Ich kann die Bande ändern. Jo. Und zwar hohe Steuern. Danke dafür. Skandalöser Priester. Ja, ja, halt die Backen. So, in Mekka. Mekka müsste... Könnte dir schon gehören, oder? Das weiß ich nicht. Mekka ist doch irgendwo hier auf der arabischen... Oh, hoppala. Halbinsel. Ich habe gerade aus Versehen ein Bildschirmfoto geschossen. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Baronie von Mekka. Hier ist Medina. Oder verwechsel ich das gerade nicht mit... Oh, byzantinisches Kaiser, aber da steht auch schon die... Ah, große Moschee, genau. Ja. Von Mekka. Okay, dann... Medina Sam- auch. Die Prophetenmoschee. Samarra. Baronie von Samarra. La, 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 la. Da steht auch schon die große Moschee von Samarra. Okay. Konstantinopel. Steht schon. Die Hagia Sophia. Kann ich nur nicht nutzen. Hall of Heroes. Decisions Pagans can take. Was? Was? Baronie von Pagan. Ja, okay, das gehört natürlich... Auch nicht uns, aber ja, das steht auch schon in Indien. In Bagdad. Das könnte dir theoretisch. Ich gucke mal. Bagdad. Bagdad. Wieso finde ich das nicht, bitte? Ich finde es schon. Wie schreibt man das? Gehört. Nee, gehört dem Byzantinischen Reich. Okay. Dann in... Alter, what? An-Najaf. An-Na... Ist halt blöd, weil es im Handy auf Englisch steht. In der App. Oder in diesem, auf dieser Seite. Mhm. An-Najaf vielleicht bei mir? Bin näher hin. Wo ist es? So. Sollen wir ein Mikro anders hinstellen? Baronie von Annibai? Keine Ahnung. Oder Kufa vielleicht. Vielleicht heißt es Kufa. Kufa. Ah ja, hier. Grafschaft von Kufa. Ist... Oh, noch selbstständig. Krass. Oh, aber das sind die nächsten, die ich mir hole. Tatsächlich. Alter. Ich hab gefühlt. Nee, warte mal. Mir fehlen nur noch 2 Sachen, dann habe ich auch alles erforscht. Ach da, Kufa, es gehört dem Byzantinischen. Aber er hat es auch schon gebaut. Oh Gott. Ja, ich glaube, es ist halt einfach alles schon. In Göttingen, in Innsbruck wäre noch was. Das Omen. Oh oh, ich habe ein böses Omen erhalten. Das ist ein
Innsbruck, Allah. Zürich, Alpsee, Salzburg. Steht dem Tode nahe. Du? Mhm. Ach, Innsbruck. Doch, Schwarzbergbauanlage. Ja, klar, steht da schon alles. Ja, gut. Ich habe in mein Reich so viel Geld gerade wieder investiert. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, mit dem ganzen Schlanz. Ja, ich finde immer wieder noch was. Neapel. Da auch was. Auch schon Universität steht. Und spürt Palermo einfach. Auch. Mein Palermo hat einen Magistratshof. Auch schon deiner, gell? Jo. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist das ganze Geld in meine Städte halt reinpumpen. Ich habe von meinem Geld nichts mehr. Echt jetzt? Einfach, ich habe alles investiert. Wie das? Naja, ich habe einfach überall geguckt. Ich habe halt überall noch freie Bauplätze zum Beispiel. Ach so. Und so meine Vasallen bauen kaum aus, weil die einfach kein Geld, glaube ich, haben. Zum Beispiel mein Sohn ist auch wieder verschuldet. So, was hast du gemacht, Junge? Krieg hast du nicht geführt. Ja, bauen wir halt hier noch eine Stadt von Coracera. 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 Ja, ist jetzt mega spannend halt, gell? So, dieser Kreuz, so, also. Ja. So, dann bauen wir noch das Bistum von Krato. Können wir hier noch was bauen? Jo, Baronie von Moron. Beziehungsweise, das wird ein Bistum von Moron. Moron, Moron, lalalala. Spanien 39. Ja, ansonsten, Spanien ist halt schon. Ah, Batha, kann ich noch was bauen? Noch ne, noch ein Bistum, kennt ihr? Oh, ist einfach keiner da. Nope, noch ein Bistum. Ich erforsche jetzt einfach noch ganz gechillt. Schletzte. Und dann noch ein Bistum. Alter, ich verbreite unsere Gotteshäuser hier. Noch ein Bistum. Krass, wie auch die Leute hier die Religion gepusht haben überall. Das ist so Wahnsinn. In Frankreich kann man auch so nah beieinander bauen, ey. Ja, ne? Das ist krass. Das ist genauso wie hier in in England ist auch heftig. Ja, aber auch in Deutschland quasi, also jetziges Deutschland. Mitteleuropa halt. Alter, jemand hat versucht, mich umzubringen. Hat nicht geklappt. Hat mir eine vergiftete Ente gegeben. Ein illegitimierter Bastard aus eurer Familie. Jo, einkerkern. Rein mit dir. Verbündeter tritt aus Krieg aus. Ich weiß nicht, wie er es macht. Er hat immer noch 1300. Ja, die sind alle nur von ihm. Ja, aber wo, Alex? Wo? Ja, keine Ahnung. Ich ermorde den nochmal. Vielleicht passiert ja dann was. So, La Coruña ist auch komplett fertig ausgebaut. Ich habe jetzt dann alle Städte fertig von mir selber. Krass. Tja. Tja, meinen Städten geht's auch wunderbarlich. Da ist wieder was fertig geworden. Ponferrada, jo, Hügelfestung ausbauen. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, 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 fertig. Ich kann nirgendwo mehr was tun. Ja, bei mir ist halt jetzt so, wird jetzt gerade alles so ein bisschen erweitert, verbessert und. Ja. Na, schau mal, hier in Italien habe ich noch einen leeren Flecken gefunden.
Oh, nochmal ein Tempel. So viele Tempel. Lalalala. Oh, schau mal, da kann ich auch nochmal was bauen. Oh, das wird sogar eine Stadt. Und zwar die Stadt von Valle Vallombrosa. Oh, Italiano. Und noch ein Tempel. Ja. Chemikisch. Oh, Livorno gibt's noch nicht. Oh, da können wir eine Baronie bauen. Nice. Rein damit. So, ich will jetzt mal meine Kultur irgendwo fördern hier. So. Stadt. Wie lange brauchst du dafür? Tänzer. Ach, 6 Jahre. Kein Wunder, weil du eine Stufe 8 hast. Psch, so eine Pfeife. Da kommt eine Stadt hin. Aha, die hat sich also eingekauft. Ab mit ihrem Kopf. Da kann ich da was bauen. Lentini. Oh, geil. Oh, Mazzara. Da war ich sogar schon. Okay. Sicilia. Sicilia. Da. Jetzt ist wieder durch, Alter. Ja, vom ganzen Warten. Ich wette mit dir, der Papst denkt sich halt jetzt so. Ja, Mann. Ja, die denken, ich greif an. Oh, und dann sitzt er da und denkt sich so, ja, geil. Oh ja. Was? Ich habe katholische Populisten mit 33%. Du, ich fahr Militärstärke. Mal nach Rom. Ich guck mir mal Rom an. Ja, Rom ist schön. Ich war da lange nicht mehr. Ist auch komplett schon ausgebaut. Der Wahnsinn, ey. Oh, Assisi. Der Tempel von Assisi wird gebaut. Ah, geil. Sehr gut. Von mir in Auftrag gegeben, Camerino, ja, kommt auch ein Tempel hin. Pesaro, geil, noch ein Tempel. Montesole, zack, Tempel. Bresciolo, oder wie heißt das? Brescello. Brescello. Zack, noch ein Tempel. Florentiola, bums, noch ein Tempel. Tja, dann haben wir halt mehr Gotteshäuser als Menschen, ne? Irgendwo mein Geld hin verstreuen. Baronie von Chieri. Wie viel hast du denn? Deine Stadt drauf. 21.000 groß. Oh, oh, wie heißt das? Alba di Monteferrato. Wird eine Stadt. Saluzzo. Zack, wird auch eine Stadt. So, dann ab in die Alpen. Pinerolo. Oh, Byzanz kriegt gerade von Kroatien auf den Sack. Oh. Ui. Als Malik al-Muluk. Oh, du bist maghrebinisch geworden. Was bin ich? Du gehörst jetzt Maghreb an. Ah ja, ist klar. Du bist butrisch. Ja, ich... Ach nö, ich kann nicht zur örtlichen Kultur, weil... Weil? Warum wohl? Lass mich raten. Hat das etwas damit zu tun, dass du im Krieg bist? Eventuell. Kriegst du dadurch jetzt gerade leichte Zornesfalten auf deiner Stirn? Eventuell, ja. Jetzt kann ich das nicht ändern. Ist das dumm, Alter. Okay, aber ich... Geil, ich habe sogar Diplomatie geskillt. Läuft bei mir. Ja, warte, ich mach schnell hier... Oh, ich hab noch ein Dynastievermächtnis. Cool. Hä? Warum greift mich Julfa an? Wer ist denn Julfa? Alter, geh mal kacken mit deinen 4100 Leuten. Was machst du hier? Geh mal kacken. Julfa will was haben? Ihr könnt Kriege erklären. Ich kann Kriege erklären. Oh, ja. Ich bin ja nicht beigetreten. Vielleicht klappt das ja sogar. Dann mach ich mal weiter. Warte mal noch. Oh, Entschuldigung. Graue Tage. Wird melancholisch. Ich muss da noch ein bisschen... Oh. Nee, passt, mach weiter. Obwohl ich neu bin, lieben mich meine Vasallen. Also, alles easy. Oh, wir haben jetzt schon wieder halb. Also 20 Minuten sind rum. Ja, ich muss jetzt dann auch leider gleich
Ja, das ist ja echt nervig. Ich kläre jetzt hier noch schnell meine Sachen. Wo hat der Papst denn seinen Sitz, Alter? Das ist doch so beknackelt. Und jetzt bin ich noch melancholisch geworden. Ich verstehe das schon. Wo ist denn Rom? Ab in Vatikanstadt. Mal gucken, vielleicht kann ich da nochmal gucken, was er da macht. Nö. Ich habe keine Ahnung. Entscheidung verfügbar, Darlehen zurückzahlen. Ja, das hatte ich vorhin auch. Schick zurück. Egal, Bündnisse aushandeln ist mir auch egal. Bin ich mit dir verbündet? Nö. Toll. Bündnis kommt. Moment. Danke. Du hast aber einen schönen Turban auf. Ja, nicht mehr lang. So, niederem Adel verleihen, niederem Adel verleihen. Niederem Adel verleihen. Jetzt passt. Ich kann mit ihm nämlich nur noch 11 halten. Iläpfen. Ja, ich löse jetzt mal meine Truppen auf. Ja, ich auch. Ich habe keine Ahnung. Es kotzt mich gerade so an. Ich versuche jetzt mal einen Krieg einfach so zum Spaß zu erklären. So, mal schauen, was passiert. Hier, Krieg erklären, Anspruch auf Nanzig. Okay. Nein, geht trotzdem nicht. Oh Mann, warum? Ach Mann, jetzt bin ich... Ich will nicht butrisch sein. Der Nico rascht jetzt vollkommen aus. Dieses butrisch. Ich bin italienisch, verdammt nochmal. Bestimmt ich jetzt... Ich gucke jetzt schon meine Fraktionen noch an. Werde ich nächstes Mal nicht mein blaues Hund... Nichts, absolut gar nichts. Ich bin... Fasziniert! Titel können geschaffen werden. Herzogtum von Epirus. Also meine Vasallen sind weiterhin... Oh, die haben dir den Epirus ja echt geholt. Krass. Ja, die sind weiterhin fleißig. Die haben Krieg jetzt gegen... Nikaia! Jawohl! Mein Vasall holt sich jetzt Nikaia. Ist doch schön, wir müssen nichts machen. Wir können chillen und die Leute erobern. Ich kann vor allem... Ich habe auch das... Königreich von Epirus kann ich auch schaffen. Das ist wundervoll. Das finde ich auch, ja. Hier, Titel für... Du bist doch schon König. Kroatien. Ich gebe mal meinen Leuten gerade ein bisschen Geld, damit die mal gucken, dass die da vielleicht den ein oder anderen... Scheiße, kriegen. Oder was? Was? Digga. Was ist denn jetzt schon? Ja, dann hier Titel vergeben. Das Emirat von Epirus. Gönnt ihr. Vor allem Großemirat, ja, weil ich wieder so ein Hiopai bin. Meine Güte. Das wird sich alles ändern. Das finde ich witzig, dass dass ich mir das Stück da jetzt geholt habe. Ich habe. Ja, 46. Alex, wir beenden hiermit diese Aufnahme. Ja, das... Das nächste Mal starten wir dann, wenn das Ganze vorbei ist. Das müsst ihr euch ja nicht mehr antun. Ja, das ist ja super nervig. Ja. Also ich meine, das bisschen nebenbei, was wir machen, ist halt auch nichts wert. Ja. Guti. Guti, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Tschüssi.